Ja, schön, dass ihr da seid. Wunderbar, Halleluja, können wir eigentlich sagen. So sage ich jetzt einfach, Halleluja. Heute möchte ich mit euch so, wie könnte man sagen, so eine Zeitreise machen. Wir werden so ein paar Jahre zurückgehen, so 50 bis 60 Jahre. Und dann werden wir so 400, 300, 400 Jahre zurückgehen. Und am Ende werden wir 2000 Jahre zurückgehen und von dort wieder hierher direkt zu uns kommen. Tja, ob wir dann mit der Reise rechtzeitig zurückkommen, das weiß ich nicht. Das kann ich euch nicht versprechen, ob wir da rechtzeitig. Aber ich glaube, zum Essen wird es für jeden reichen noch. Das glaube ich schon, ja. Eigentlich wollte ich was ganz anderes predigen als dieses Thema. Wollte ich, ist vielleicht die Betonung. Aber dann hat Gott mich an etwas anderes erinnert. Und jetzt probiere ich mal, ob das funktioniert. Jawohl, funktioniert wunderbar. Und zwar habe ich eine Fernsehsendung angeschaut, die ich eigentlich sehr, 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 vielleicht sogar sehr selten anschaue. Aber an diesem Abend habe ich sie angeschaut. Und eine ältere Dame hat berichtet, dass genau dieses Wort ihr sehr viel Druck gemacht hat in ihrem Glauben, in ihrem Leben. Die Kurzform von diesem Wort heißt: Das habe ich für euch getan, was tust du für mich? Oder das habe ich für dich getan, was tust du für mich? Ich weiß nicht, wer dieses Wort kennt. Du kennst es ja. Halleluja. Und es hat ihr sehr viel Druck verursacht. Dieses Wort. Das habe ich für euch getan, was tust du für mich? Oder wie es hier ausführlicher steht, ich habe das für dich gelitten. Du aber, was hast du für mich getan? Das Du aber ist nochmal so eine richtig schwierige Betonung, finde ich. Und sie hat da berichtet, wie schwierig das für sie war, dieses Wort. Es war eigentlich, was sie in der Gemeinde gemacht hat, aufgrund dieses Wortes war das für sie immer zu wenig. Und es war immer nicht gut genug. Deshalb möchte ich nicht sagen, das ist eine falsche Frage, aber ich möchte schon sagen, es ist eine schwierige Frage, weil sie uns in so eine ganz komische Richtung bringen kann, nicht muss, aber bringen kann. In diese schwierige Richtung, dass wir denken, wir müssten das, was Jesus für uns getan hat, müssten wir auf irgendeine Art und Weise wieder bezahlen. Wir müssten ihm wieder was entgegenbringen, damit Jesus mit uns zufrieden ist. Und das steht nicht in der Bibel, oder? Deshalb finde ich, ist das eine schwierige Frage. Es ist nicht so, dass die Beziehung zu Jesus so ein Dienstverhältnis ist, dass man sagt, okay, du kriegst von mir diesen Gehalt, ich bin für dich gestorben, aber jetzt musst du die und die und die und die Leistung vollbringen. Es ist auch nicht so, dass es einfach ein paar Regeln gibt, so wie im Verein, eine Satzung, und wenn man sich an das hält, dann ist alles okay. Es ist auch, das ist falsch. Richtig ist, und deshalb die Frage ganz am Anfang, es ist eine Liebesbeziehung zwischen uns und zwischen Jesus. Und genau dieses Thema, das war auch ein Thema, und da gehen wir jetzt 50, 60 Jahre ganz kurz zurück in meiner Jugend- und junge Erwachsenenzeit. Da kam dieses Thema immer wieder. Obwohl ich ehrlich gestehen muss, ich habe mich über das Thema nicht so wirklich große Gedanken gemacht. Ich bin einfach weitergegangen, Schritt für Schritt.
Aber das kam immer wieder, dieses Thema, diese Frage, was tust du für mich? Was tust du für mich? Oder was hast du für mich getan? Und dann gehen wir mal 400 Jahre etwa zurück. Und so in der Zeit entstand dieses Bild. Ich habe mich an dieses Bild, hatte ich damals auch schon mal gesehen, aber ich habe mich an dieses Bild nicht mehr erinnert. Wie man das heute, glaube ich, so macht, ich habe dann gegoogelt, bis ich dieses Bild gefunden habe. Und habe auch ein bisschen so die Geschichte erfahren, wie dieses Bild entstanden ist. Und da gab es damals einen Maler in Düsseldorf, einen italienischen Maler, Domenico Fetti. Der hat gelebt 1589 bis 1623. Und der hatte in seinem Atelier ein Altarbild gemalt von dem gekreuzigten Jesus. Und es war aber noch nicht fertig. Das stand da einfach in seinem Atelier. Und zwischendurch hatte er eine junge Frau aus Spanien geholt, um sie als Modell zu betrachten für eine Tänzerin. Er wollte eine Tänzerin malen und die hat er dann auch gemalt. Sie kam dreimal in der Woche und hat auch dieses Bild gesehen. Und hat ihn dann gefragt, Meister, wer ist denn das, der so gequält leiden muss, wie man in diesem Bild vielleicht doch sehen kann. Das Bild ist nicht ganz so scharf, aber oben sieht man auch die Dornenkrone noch, wenn man es genauer anschaut. Wer ist das? Und Domenico musste ihr das erklären, im wahrsten Sinne musste. Widerwillig hat er das getan. Und hat die Geschichte von Jesus erzählt. Widerwillig. Er wollte es eigentlich nicht tun. Und dann war das beendet. Und sie kam jede Woche dreimal bis zum Schluss, bis am Ende, bis das Bild dann auch fertig war. Und bevor sie dann ging, hatte sie zu dem Künstler gesagt, Meister, ihr liebt ihn doch sehr, weil er das alles für euch getan hat. Und Domenico schämte sich zutiefst, weil er sich diese Frage eigentlich noch überhaupt nicht überlegt hat. Hatte sich da überhaupt keine Gedanken gemacht. Und es hat ihn so verfolgt. Meister, du liebst ihn sicher sehr, weil er das alles für dich getan hat. Dass er nicht mehr richtig arbeiten konnte. Und eines Tages ging er dann in eine Gemeinde, in Gottesdienst, in irgendeine Versammlung, hat sich ein neues Testament ausgeliehen und ist so zum Glauben an Jesus gekommen. Und aus Liebe zu Jesus hat er das Bild nochmals gemalt, ein neues Bild. Und hat das auf Lateinisch da unten, wenn man es genau anschaut, sieht man das, genau diesen Satz geschrieben. Er wollte damit, dass die Menschen herausgefordert werden, auf diese Liebe Jesu eine Antwort zu geben. Ich hätte vielleicht hingeschrieben, ich habe das für dich gelitten, liebst du mich? Oder vielleicht hätte ich auch geschrieben, von Jesus aus, ich liebe dich sehr. Liebst du mich? Das hätte ich vielleicht hingeschrieben. Aber wir sehen auch bei diesem Maler, sehen wir, dass es ihm eigentlich nicht darum ging, Druck zu machen, sondern er hat Jesus gesehen und hat sich dann verliebt. Und aus dieser Liebe heraus hat er dieses Bild gemalt und diese Herausforderung darunter geschrieben. Was hast du für mich getan? Aus dieser Liebe zu Jesus heraus.
etwa 100 Jahre später war ein Graf auf Reisen Richtung Paris. Und der Weg führte ihn an Düsseldorf vorbei oder nach Düsseldorf. Und in Düsseldorf mussten sie Halt machen. Wir sind also jetzt mit einer Kutsche unterwegs und mit Pferden. Und die mussten versorgt werden. Der Graf war bildungshungrig und alles, was mit Kultur zu tun hatte, das wollte er alles wissen. Und es war so der Abschluss seiner Ausbildung. Das war damals so üblich, da ging man nach Paris, um die Welt nochmals kennenzulernen, um alles, was kulturell und dies und jenes so geschieht, um das kennenzulernen. Und so ging er in Düsseldorf in die Galerie, weil Domenico hat dieses Bild nicht verkauft, sondern hat es der Stadt geschenkt in eine Galerie. Und dort hing es. Und dann waren es viele Bilder. Und nur dieses eine Bild hat diesen Grafen beschäftigt. Und dann diese Unterschrift, das tat ich für dich, was tust du für mich? Das hat ihn so sehr beschäftigt, dass er innerlich richtig aufgewühlt war. Und dann so der Originalsatz, ich habe dies für dich gelitten, aber was hast du für mich getan? Und dann die Antwort von ihm, oder was er dann geschrieben hat, mir schoss das Blut, dass ich hier auch nicht viel würde antworten können auf diese Herausforderung. Und bat meinen Heiland, so sagt der Graf, mich in die Gemeinschaft seines Leidens mit Gewalt zu reißen, wenn mein Sinn nicht hinein wollte. Es ist die Sprache von damals. Mich mit Gewalt hineinreißen, wenn mein Sinn, wenn mein Verstand, meine Gedanken und was weiß ich was noch, wenn das nicht dort hinein will, dann reißt du mich mit Gewalt hinein. Ich will mit dir unterwegs sein. Unbedingt will ich das. Ich will es nicht anders. Ich will es nur so. Und reiß mich mit Gewalt hinein, wenn es anders nicht geht. Und der Graf, der junge Graf, der hat alles in Bewegung gesetzt. Sein ganzes Geld und alles hat er investiert und hat das Evangelium verkündigt auf ganz verschiedene Art und Weise. Er dichtete an die 2000 Kirchenlieder. Das muss man mal überlegen. Reicht dein Leben dazu, so viele Lieder zu dichten? Er nahm damals protestantische Flüchtlinge auf, die verfolgt wurden. Er gründete die Gemeinschaft der Herrnhuter Brüdergemeinde. Er begann eine weltweite Missionsbewegung und hat sehr viele Missionare von dieser Brüdergemeinde in alle Welt hinausgeschickt. Es waren sehr viele, das kann man sich gar nicht vorstellen, wie viele. Dass so viele überhaupt dabei waren. Und heute haben wir die Losung des heutigen Tages gesehen. Er erfand die Tageslosungen. Das kam alles von ihm. Und dieser Graf, es war Nikolaus Ludwig Graf von Zinzendorf. Und dieses Bild, das hat es ausgewirkt. Aber nicht nur der Satz, sondern hauptsächlich dieses Bild hat die Menschen angesprochen. Diesen leidenden Jesus, der gelitten hat aus lauter Liebe. Diese Liebe, die diese Menschen von diesem Bild empfunden haben, diese Liebe, die Jesus jedem Einzelnen gegeben hat, das hat die Menschen angesprochen. Und es waren wohl viele, was hier berichtet wird. Es waren viele Menschen. Und jetzt gehen wir zu einem Punkt weiter. Wir kommen wieder zu diesem Thema, liebst du mich? Und dazu gehen wir nochmals circa 2000 Jahre zurück. In Lukas 22. In Lukas 22, Jesus sprach damals zu seinen Jüngern und zum Simon, siehe, der Satan hat euer begehrt. Und er will euch sichten, also er will euch durcheinander bringen. Er will wie den Weizen das so verschütteln, dass das Streu sich vom Weizen trennt.
Er will euch total durcheinander bringen. Und dann sagt Jesus und Petrus, ich habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhört. Und da beginnt eigentlich schon die Seelsorge, die Jesus an Petrus getan hat. Da beginnt sie schon. Und sie geht dann weiter, ich habe für dich gebetet. Und dann sagt er, oh, wenn du einst zurückgekehrt bist, dann stärke deine Brüder. Das war ein prophetischer Hinweis, was jetzt passieren würde, demnächst passieren würde, was für einen tiefen Sturz der Petrus gemacht hat. Er ist richtig gehend ins Dunkle hineingestürzt. Und dann sagt er zu ihm, wenn du zurückgekehrt bist, stärke deine Brüder. Eigentlich, wenn man es übersetzt, würde man sagen können, wenn du zurückgekehrt bist, bist du trotzdem Apostel, auch egal, was da passiert ist. Du bist weiterhin Apostel. Weil stärke deine Brüder heißt, nicht stärke die Ungläubigen, sondern stärke die, die schon glauben, deine anderen Mitjünger, stärke du sie, sei du der Apostel. Das hat der Jesus da schon zu ihm gesagt. Und dann kommen diese, was war die Antwort des Petrus? Man spürt, er hat es eigentlich gar nicht verstanden, oder? Wenn man das liest. Er aber sprach zu ihm, Herr, mit dir bin ich bereit, auch ins Gefängnis und in den Tod zu gehen. Großes Wort, starkes Wort. Es hat er garantiert ehrlich gemeint, das war nicht irgendwie sowas. Und dann Jesus sprach zu ihm, ich sage dir, Petrus, der Hahn wird heute nicht krähen, ehe du dreimal geleugnet hast, dass du mich kennst. Der wird nicht krähen, ehe das passiert ist. Und dann wird Jesus dann abgeführt ins Haus des hohen Priesters. Und dort im Hof wird ein Feuer gemacht, angezündet. Und wer sitzt in der Mitte? Petrus, wie mutig, oder? Wie mutig, das ist doch genau das, was er hier sagt. Ich bin bereit, mit dir dahin zu gehen. Ins Gefängnis und in den Tod. Mutig, sehr mutig. Aber dann gibt es einen Knacks. Eine Magd, die schaut ihn richtig tief an und sagt, tja, scharf steht da sogar. Sie blickte ihn scharf an. Auch dieser war mit ihm in aller Öffentlichkeit. Und Jesus sagte, und Petrus sagte, ich kenne ihn nicht. Ich kenne ihn nicht. Und kurze Zeit später, ein anderer sprach da auch. Auch du bist einer von ihnen, Petrus, aber sprach, Mensch, ich bin es nicht. Und etwa eine Stunde später kommt wieder einer und sagt, in Wahrheit auch dieser war mit ihm, denn er ist auch ein Galiläer. Und da sagt Petrus, Mensch, ich weiß nicht, was du sagst. Und zugleich, während er noch redete, krähte der Hahn. Und dann geschieht es. Und der Herr wandte sich um und blickte Petrus an. Ich glaube, er hatte ihn voller Liebe angeschaut. Und Petrus erinnerte sich an das Wort des Herrn. Merken wir, damals hat die Seelsorge schon angefangen. Er hatte ihm was mit auf den Weg gegeben, an das er sich erinnern konnte. Er erinnerte sich an das Wort des Herrn, wie er zu ihm sagte, bevor ein Hahn heute kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Und Petrus ging hinaus und weinte bitterlich. Ich sage mal, da ist der allerwichtigste Punkt in der Seelsorge schon passiert. Er hat total gesehen, was schiefgelaufen ist. Er hat gemerkt, wie er den anderen Jüngern gegenüber auch entsprechend
wie kann man sagen, übermütig war und gedacht hatte, ja, er schafft das, mit Jesus ins Gefängnis, ja, sogar in den Tod zu gehen. Und hier hat er gemerkt, er hat total versagt. Er hat erkannt, er ist abgestürzt und ist die Voraussetzung, dass wir umkehren können, dass wir es erkennen. Solange wir noch Entschuldigungen haben, Petrus hätte ja können auch sagen, ah ja, es tut mir ja schon leid, aber die Magd, die hat mich so scharf angeblickt, ich bin da innerlich wirklich ängstlich geworden. Und dann kommen die anderen zwei auch noch. Wer hält denn das schon aus? Das ist doch nichts Schlimmes. Das macht doch jeder. Das sind die billigsten Entschuldigungen, die wir vortragen können. Und die uns vor allen Dingen nicht helfen, dass wir aus diesen Problemen wieder herauskommen. Die helfen uns nichts. Und hier hat Petrus schon total erkannt, er ist elendiglich abgestürzt. Und dann stirbt Jesus am Kreuz und er ist auferstanden. Und er trifft sich mit den Jüngern. Ich fand es so toll, deshalb habe ich das auch stehen lassen, als sie nun gefrühstückt hatten. Also auch Jesus hat gefrühstückt. Super, oder? Er ist also nicht einer von den Heiligen, die das ganze Jahr fasten. Vor allen Dingen, wenn der mit dem, wenn Hochzeit gefeiert wird, dann erst recht nicht. Ne? Sondern sie war gefrühstückt. Und dann hat er Petrus zur Seite genommen. Simon, Simon, Sohn des Johannes. Ich denke, er hat es wirklich ausgesprochen, dass es keine Verwechslung geben konnte. Sohn des Johannes. Simon, Simon. Und wenn Jesus etwas zweimal betont, dann meint er es wirklich ganz ernst. Und jetzt hätte doch Jesus hergehen können und sagen, du soeben, das ist noch nicht lange zurück, ein paar wenige Tage, da bin ich am Kreuz gestorben für dich. Und was tust du für mich? Du hast mich verraten. Du hast mich verraten. Was hast du für Probleme? Wo müssen wir denn in der Kindheit nachschauen bei dir? Was müssen wir denn verändern? Hätte Jesus alles sagen können, oder? Da wäre auf unserer Seelsorgelinie genau gelegen. Genau auf unserer Seelsorgelinie. Da hätte er davon gesprochen. Du, Petrus, ich glaube, das müssen wir verschieben, dass du Apostel bist. Wir brauchen zuerst jetzt mal eine Bewährungszeit. Vielleicht kriegen wir es nochmals hin, dass du das machen kannst. Jetzt brauchen wir ein paar Tests, ob du überhaupt das widerstehen kannst, ob du da durchkommst. Das alles hat Jesus nicht gesagt. Und das hilft mir sehr. Dass Jesus das alles nicht gesagt hat. Sondern Sohn des Johannes, liebst du mich mehr als diese? Als die anderen Jünger? Liebst du mehr als diese? Und was antwortet Petrus? Ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Du weißt, dass ich dich liebe. Fällt euch was auf? Petrus lässt sich auf diese Frage, liebst du mich mehr, gar nicht ein. Weil er weiß, weil er inzwischen weiß, dass er nicht stärker ist als die anderen.
dass er nicht derjenige ist, der über allen anderen steht. Sondern er sagt nur, ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Und es kommt sicher tief aus seinem Herzen. Und dann hätte doch Jesus sagen können, und wie sieht's aus, was tust du jetzt für mich? Auch da hat Jesus einen ganz anderen Weg. Er spricht zu ihm, weide meine Lämmer. Er spricht die Berufung aus. Er fragt uns nicht, was tust du für mich, sondern er beruft uns, wenn er sieht, dass wir ihn lieben. Das ist eine Liebesbeziehung. Das ist nicht ein Kuhhandel. Das ist eine Liebesbeziehung. Und deshalb setzt er uns in eine Berufung, in ein Amt, in einen Dienst hinein, in die allergrößte Firma, die es je auf der Welt gegeben hat und geben wird. Auf die größte Firma, historisch gesehen, durch die ganze Geschichte dieser Welt und über diese ganze Welt hinum gesehen, rings um den Erdball. Es ist die größte Firma, die es überhaupt gibt. Und dort gibt er uns einen Dienst. Er beruft uns hinein und das heißt, er gibt uns auch alles, was wir dazu brauchen, um diesen Dienst auszuführen. Sonst würde man es gar nicht packen. Wir sind mit übernatürlicher Kraft unterwegs in diesem Dienst. Das geht nur bei Jesus durch den Heiligen Geist. Das geht gar nicht anders. Weide meine Lämmer. Und damit sagt Jesus, ja, meine Lämmer, die erst eben zum Glauben gekommen sind, die brauchen Hilfe, die brauchen Unterstützung. Weide du sie, weide, bring sie auf die grünen Auen, dass sie satt werden und dass sie wachsen und wachsen in allen Stücken zu mir hin, zu Jesus Christus hin. Und dann fragt er ihn das zweite Mal, liebst du mich? Petrus antwortete, ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Hüte meine Schafe. Die Berufung wird größer. Ja, meine Schafe, auch die, die erwachsen sind im Glauben, die brauchen auch einen Hirten. Hüte meine Schafe. Und dann fragt er ihn ein drittes Mal, hast du mich lieb? Dreimal verleugnet, dreimal fragt er ihn. Petrus, dem ist fast zu viel geworden. Und dann sagt er zu Jesus, Herr, du weißt alles. Du erkennst, dass ich dich lieb habe. Jesus spricht zu ihm, weide meine Schafe. Und jetzt ist er angekommen an dem Punkt, Jesus, nicht ich erkenne alles, du erkennst alles. Du bist der Herr, du bist mein Herr. Dort ist er jetzt angekommen. Weide meine Schafe. Merken wir es? Jesus steht nicht vor uns und fragt uns ständig, was tust du für mich? Oder begegnet und sagt, ach, ich weiß nicht, das ist ein bisschen wenig, was du gerade für mich tust. Sondern er stellt eine viel tiefere Frage. Liebst du mich? Und aus dieser Liebe heraus, da sind wir bereit zu dienen. Wie den Domenico und Zinzendorf. Aus dieser Liebe heraus haben sie diesen Dienst getan. Nicht, weil sie irgendwas bezahlen wollten. Nicht, weil sie irgendwenigstens ein sichtbares Dankeschön ihm entgegenbringen wollten. Nicht, weil sie sich verpflichtet gefühlt haben, irgendwas zu tun. So wie mir vielleicht es immer wieder passiert oder uns allen,
Da hat uns jemand was geschenkt und wir fühlen uns sofort verpflichtet, dem auch was zu schenken. Da ist die Frage, ob ich diesen Menschen überhaupt liebe, das hat gar keine Bedeutung. Der hat mir was geschenkt, ich sollte ihm auch was schenken. Oder? Das können wir vergessen bei Jesus. Das können wir absolut vergessen. Er hat das alles umsonst getan für uns, weil er weiß, wir können ihm gar nichts bezahlen. Wir können ihm nichts entgegenbringen. Liebst du mich? Das ist die Frage. Und ich bin so dankbar, dass Jesus mich immer und immer und immer und immer wieder fragt, liebst du mich? Weil dann habe ich die Chance, Dinge, die schief gelaufen sind, in Ordnung zu bringen. Dann habe ich die Chance, wieder aus Routine, in die ich vielleicht hineingefallen bin, herauszukommen. Dann habe ich die Chance, wieder das zu tun aus der Liebe zu Jesus heraus und nicht, weil ich halt sowieso diesen Dienst habe und fertig. Und dann gehen wir noch einen Schritt weiter. Heute, jetzt zu uns. Wir sind eigentlich schon bei uns. Zu uns als Emmanuel-Gemeinde. Zu uns als Emmanuel-Gemeinde. Und da sagt Jesus in der Offenbarung 2 zu der Gemeinde in Ephesus: Ich kenne das, all das Gute, was ihr gemacht habt. Eure Mühe, euer Ausharren, dass ihr böse nicht, und hat alles das aufgezählt. Aber ich habe gegen dich, dass du deine erste Liebe verlassen hast. Und deshalb bin ich so froh, dass Jesus mich immer fragt, liebst du mich? Dass ich schnell merke, wenn mir das passiert ist und ich wieder umkehren kann. Denke nun daran, wovon du gefallen bist und tue Buße und tu die ersten Werke, die du damals aus Liebe getan hast, tu diese Werke wieder und tu die Werke nicht einfach, weil sie halt sein müssen, sondern tu sie wieder aus dieser Liebe heraus. Kehre um. Und das Tolle ist, wir können umkehren. Wir müssen nicht perfekt sein. Jesus lädt uns ein, immer wieder zum Umkehren. Hast du mich lieb? Immer und immer und immer und immer wieder. Und wenn wir dann weiterlesen, wenn du nicht umkehrst, so komme ich zu dir und werde dein Leuchter von seiner Stelle wegrücken, wenn du nicht Buße tust. Das sagt auch der Gemeinde, Emmanuel-Gemeinde hier in Leonberg und allen anderen Gemeinden genauso. Auch zu uns spricht, wenn wir nicht umkehren, dann wird er den Leuchter wegnehmen. Dann haben wir als Gemeinde keine Ausstrahlung mehr in die Welt hinein. Was sollen wir dann noch predigen? Dann gibt es bei uns kein Licht mehr. Dann ist dunkel, dann ist finster. Weil der Leuchter weg ist. Aber was wir tun, wenn wir es bemerken, dass es so wäre, wir kehren um, oder? Geht ihr da mit auf diese Reise? Halleluja. Wir kehren um. Und dann gibt es Jesus im Johannesevangelium, kurz bevor er ans Kreuz gegangen ist, hinterlässt er seiner Gemeinde, auch uns heute, hinterlässt er, wie kann man sagen, ein Vermächtnis, sein Erbe. Ein neues Gebot. Es ist nicht so, eine Vereinsatzung ist relativ kurz, aber nicht mal so viel ist das, was Jesus hinterlässt. Er sagt nur ein neues Gebot. Und dieses neue Gebot, das hängt mit vielen anderen Dingen, die wir in der Bibel lesen, zusammen.
Ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr einander liebt, damit, wie ich euch geliebt habe, auch ihr einander liebt. Darin werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Spüren wir da was? Evangelisation ohne die Liebe untereinander ist ganz schwierig. Weil die Menschen draußen in der Welt, die Jesus noch nicht kennen, die erkennen bei uns an unserer Liebe untereinander, dass wir seine Jünger sind. Ist uns das schon mal aufgefallen? Daran werden wir erkannt, dass wir Jesus Nachfolger sind. Und da brauchst du dich auch nicht wundern, wenn dich eines Tages irgendein wildfremder Mensch anspricht und zu dir sagt, du hast so eine Ausstrahlung, woher kommt die? Brauchst dich nicht wundern. Weil diese Liebe da ist. Vielleicht in einem ganz kurzen Nebensatz. Liebe heißt nicht, es ist immer alles schön, nett, toll, sondern Liebe heißt, dass wir unsere Konflikte in Ordnung bringen. Liebe heißt Vergebung. Liebe heißt, dass wir den anderen wertschätzen. Liebe heißt, dass wir uns gegenseitig unterstützen, so viel wir irgendwie können. Und viele andere Dinge, was Liebe heißt. Da ist einmal ein ganz klares, deutliches, vielleicht sogar hartes Wort wichtig aus dieser Liebe heraus. Dass man da nicht in die falsche Richtung abdriften. Liebe ist, alles ist immer nur nett und schön und toll. Muss nicht sein. Das ist das neue Gebot. Daran werden die Menschen erkennen. Und jetzt zum Schluss. Geht es überhaupt? Kriegen wir das überhaupt hin? Zwei Bibelworte, das ist das erste, wo ich uns ermutigen möchte, daran uns festzuhalten. Wer an mich glaubt, wie die Schrift gesagt hat, aus seinem Leibe werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Dies aber sagte er von dem Geist, den die empfangen sollen, die an ihn glauben. Da steht, empfangen sollten, weil zu dem Zeit war, hat Pfingsten noch nicht stattgefunden, zu dem Zeitpunkt. Das war 1. Apostelgeschichte 2. Und wir haben den Heiligen Geist empfangen. Wir haben ihn empfangen. Und deshalb werden Ströme lebendigen Wassers von uns fließen. Und das lebendige Wasser, das hat ganz viele Seiten. Das fängt an von Liebe, das fängt an von Weisheit, das fängt an von Erbarmen, das fängt an von Unterstützung. Das geht weiter bei finanzieller Unterstützung der Gemeinde und anderer Menschen, die Geld brauchen. Und wisst ihr, das, was von uns fließt, durch den Heiligen Geist, das segnet zuallererst uns, jeden Einzelnen selber. Zuallererst. Wer gibt, dem wird gegeben. Ein gedrücktes, ein gerütteltes, ein überlaufendes Maß wird ihm in den Schoß gegeben. Was für ein Segen. Was für ein Segen, der da auf uns kommt. Das ist so, irgendwo in der Bibel steht mal, ein Bauer ist derjenige, ein Landwirt ist derjenige, der zuallererst den Segen von dem erfährt, was er ausgesät hat. Weil er ist der, der es erntet. Und erst dann die anderen. Und es gelingt uns deshalb, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unseren Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben worden ist. Also es geht hier nicht um die Liebe, die wir Menschen haben, natürlicherweise. Die ist zu wenig. Die hat meistens dort die Grenze, wo wir jemanden nicht mehr sympathisch finden. Da ist es mit unserer menschlichen Liebe schon ziemlich schwer. Aber in uns ist die Liebe Gottes, die ist ausgegossen. Kannst du das glauben? Die ist da. Und die kannst du einfach im Gebet wirklich
nehmen und sagen, Herr, ich tue mich mit der oder der Person oder mit der oder der Situation, ich tue mich so schwer. Ich fühle mich so angegriffen. Ich bin eigentlich mehr oder weniger kaputt. Aber Herr, du hast gesagt, dein Heiliger Geist hat die Liebe Gottes in mich ausgegossen. Und ich nehme diese Liebe Gottes jetzt in Anspruch. Und ich segne jetzt diesen Menschen, diese Situation oder um was immer geht. Ich segne sie jetzt mit deiner Liebe, mit der Liebe Gottes. Und erfülle mich neu mit deiner Liebe, mit deiner göttlichen Liebe, dass ich auch in dieser Liebe dem oder dem oder dem oder dem begegnen kann. Vielleicht der Verwandtschaft, die, wo es ein paar drunter gibt, die so schlimm gegen mich drauf sind, weil ich an Jesus glaube zum Beispiel. Dass wir sie lieben können. Das geht mit der göttlichen Liebe, sonst nicht. Die, die am nächsten uns stehen, da haben wir es am schwersten, wenn die gegen uns stehen. Aber mit der göttlichen Liebe, da sind wir gut drauf. Wir stürzen dann wahrscheinlich auch immer mal wieder ab, wie der Petrus abgestürzt ist. Aber wir kehren um. Aber wir starten neu durch. Mit dem, was Jesus uns gegeben hat. Mit dem Heiligen Geist, der in uns ist. Unser Leib ist der Tempel des Heiligen Geistes. Und dann werden diese Ströme lebendigen Wassers von uns fließen. Wir merken es oft gar nicht, dass sie geflossen sind. Aber andere bemerken das. Ja, Herr, ich danke dir. Und ich preise dich. Herr, ich möchte ganz persönlich dir sagen, ich bin so dankbar, dass du mich nicht nur heute, sondern so oft fragst, liebst du mich? Damit ich nicht irgendwo in Ängsten versinke, nur noch funktioniere. Alles ist Routine geworden. Am Schluss glaube ich sogar, ich hätte alles im Griff. Ich danke dir, dass du da mich immer wieder fragst, diese tiefgehende Frage. Liebst du mich? Liebst du mich? Danke dir, Herr, dass du ins Kreuz gegangen bist. Nicht um hinterher zu sagen, was tust du für mich, sondern um uns zu fragen, liebst du mich? Und uns dann wirklich zu berufen, in einen Dienst hinein zu berufen, damit wir ein erfülltes Leben haben, auch durch diesen Dienst. Dass dein Segen, Herr, in unserem Leben wirklich sich ausbreitet durch diesen Dienst. Ich preise dich, Herr, und ich ehre dich darüber. Halleluja. Ich möchte einen fragen, wenn es jemanden gibt, den möchte ich einfach einladen, dass er hier nach vorne kommt. Der sagt, ich möchte, dass heute für mich jemand betet und einfach mir die Liebe Gottes neu zuspricht in mein Herz hinein. Ich möchte, dass jemand für mich betet, dass ich heute neue Antwort geben kann. Jesus, ich liebe dich. Lass uns einfach mal aufstehen. Ich möchte auch die einladen, dass sie nach vorne kommen, die
immer wieder mit Rückenschmerzen Probleme haben. Kommt nach vorne, lasst für euch beten. Ich möchte auch die einladen, nach vorne zu kommen, die innerlich nicht wirklich so verspüren, dass sie leidenschaftlich und gern mit Jesus unterwegs sind, sondern es ist alles irgendwie schwierig und kompliziert. Komm einfach und lass für dich beten. Dass es heute sich verändert, dass es neu wird, heute an diesem Tag. Ich glaube, ich sollte auch die einladen, die irgendwelche innere Krankheiten haben, so Magenprobleme zum Beispiel. Kommt nach vorne, dass wir für euch beten dürfen und können. In der Kraft des Heiligen Geistes. Dass da Heilung eintritt, Veränderung in deinem Leben. Kommt einfach nach vorne. Kommt jetzt nach vorne, jetzt in diesem Augenblick. Vielleicht könnt ihr da drüber in dieses Eck rübergehen. Danke, danke, Herr. Ich spüre gerade, ich sollte auch die noch einladen, die gerade aus irgendwelchen Gründen irgend so deprimiert sind. Kommt nach vorne, lasst für euch beten, dass die Freude am Herrn in eurem Herzen sich ausbreitet. Kommt nach vorne. Kommt, ich lade auch die ein, habe ich den Eindruck, die vor sich große Herausforderungen sehen und Kraft brauchen, um diese Herausforderungen zu bestehen. Kommt nach vorne, kommt einfach nach vorne und lasst für euch beten. Und dann noch eins, wenn jemand heute unter uns ist, der sich noch nie so richtig entschieden hat, Jesus, ich will an dich glauben, ich will mit dir unterwegs sein, dann komm einfach auch hier nach vorne, dass wir für euch beten. Und ich bitte jetzt, dass die Beter einfach kommen und jetzt gleich beginnen, um für die Einzelnen zu beten, die hier vorne sind. Und du kannst immer noch dazukommen.